Hi, hier ist Crook und in diesem Video zeige ich dir, wie du den Secret Score in Burnside erreichen kannst. Wie immer geht es uns darum, den Score zu schaffen und nicht im Leaderboard auf Platz 1 zu landen. Wenn dir das Video hilft, dann hilft er auch mir und lass mir ein Like da und abonniere den Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. Für die Secret Score Challenge auf Burnside müssen wir in einer 2-Minuten-Session oder in einer Einzelkombo einen Score von 22,6 Millionen Punkten erreichen. Dabei müssen wie immer die Mods deaktiviert sein, aber wir können die Verlängerung nutzen, um ein bisschen mehr Zeit zu haben. Als Belohnung gibt es wie immer das Legendenboard von Burnside in dem Fall. Und natürlich darüber hinaus die Genugtuung, diese Karte nie wieder spielen zu müssen. Ich zeige dir als erstes den Lauf, in dem ich den Score geknackt habe und gehe danach noch auf verschiedene Punkte ein, auf die du achten musst. Aber beginnen wir nun mit dem Score Run. Wie auf allen Karten machen wir als erstes unser Special voll, weil wir die Combo immer mit einem möglichst großen Special beginnen wollen. Wir beginnen mit Boneless in der Switch-Position und dem Casper Flip 360 Flip. Danach noch ein Racket Air nach dem Revert und ein 900er. Von hier aus gehen wir mit einem Wallride auf die gegenüberliegende Seite der Karte. Mit dem Special hier machen wir einen kurzen Grind, um in die richtige Richtung zu kommen. Nachdem ihr abspringt, kommt ihr auf verschiedene Seiten, könnt aber von eigentlich allen Seiten wieder auf eine Route kommen, die ihr fahren wollt. Generell gibt es auf Burnside verschiedene Routen, die ihr nehmen könnt. Ich zeige euch die, die für mich am effektivsten waren. Von dieser Seite des Pools können wir noch einen 900er einbauen und dann direkt nochmal 3 bzw. 4 Specials am Stück machen, um unseren Basisscore möglichst schnell nach oben zu bringen. Die andere Möglichkeit ist nach dem Special hier mit einem Wallride und Grind in die andere Seite des Pools zu springen und dort, wie es jetzt hier zwar nicht geklappt hat, einen weiteren Special einzubauen. Die Strecke gegen den Uhrzeigersinn ist etwas ruhiger, braucht aber dafür mehr Konsistenz, damit man auch wirklich genügend Punkte erreicht. Mit einem Basisscore von 150.000 Punkten versuche ich jetzt hier noch mit der Railflip-Kombination meinen Multiplikator nach oben zu bekommen. Mein Hauptproblem auf Burnside ist es, eine geeignete Strecke zu finden, auf der man genügend Auslauf für den Railflip hat, damit man eben nicht auf irgendwelchen kleinen Hügeln abrutscht oder die Balance verliert. Mit über 16,5 Millionen Punkten kann ich jetzt hier die zweite Kombi starten. Den ersten Start der Kombi habe ich aber hier erstmal wieder verhauen und habe dann noch versucht, eine neue Kombination zu starten. Und wie es in der Panik so ist, verhaut man dann einfach auch den nächsten Start der Kombi und den nächsten Start der Kombi. Deswegen beginne ich die zweite große Kombination letztendlich nur mit einem normalen 900er. Aufgrund der Länge der Kombination und wie oft ihr die Specials benutzt, solltet ihr darauf achten, welche Specials ihr in der ersten und welche in der zweiten Kombination benutzen wollt. Ich war mir in meiner Kombination ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher, welche Special ich jetzt noch benutzen kann, um mehr Basispunkte zu bekommen. Da es immer mein Ziel ist, die Balance möglichst lang aufrechtzuerhalten, grinde ich deswegen nur immer sehr kurz und benutze deswegen auch keine Special Grinds. Dadurch habe ich mehr Platz für verschiedene Special Grab Tricks und Spin Tricks. Wie man sehen kann, kann man die Route auf Burnside immer etwas variieren und kommt trotzdem wieder auf die Strecke, die man eigentlich fahren will. Man sollte aber darauf achten, wenn man zu langsam ist, auf verschiedene Specials an den Kanten zu verzichten, weil man sich da dann meistens hinlegt. Macht stattdessen einfach direkt wieder einen Grind, um wieder etwas Geschwindigkeit zu bekommen. Im Anschluss des Score Runs zeige ich euch noch Einzelheiten, wie ihr beispielsweise auch am Anfang direkt noch mehr Punkte machen könnt und welche Alternativrunden ihr fahren könnt, beziehungsweise an welchen Ausweichstellen ihr vielleicht eine andere Route nehmen könnt, aber wieder auf die gleiche Endstrecke kommt. Mit einem vermasselten Manual ende ich hier meine Kombination und habe aber genügend Punkte. Und selbst wenn es nur knapp ist, reicht mir das völlig aus. Ich finde, dass ein paar der Scores für die Secret Challenges auf jeden Fall übertrieben sind, weil man wirklich schon gut fahren kann und trotzdem nicht mal die Hälfte der Punkte hat in manchen Läufen. Gerade wer Probleme hat, die Kombination lange aufrechtzuerhalten, für den ist es gut, mit den ersten Sprüngen möglichst viele Basispunkte zu sammeln. Haltet ihr für den ersten Sprung die Spin-Taste gedrückt, könnt ihr mit dem ersten Sprung sogar einen 900er machen. Im zweiten Sprung könnt ihr dann einen 720er machen und mit dem dritten irgendeinen anderen Trick, je nachdem welchen ihr machen wollt. Somit landet man direkt bei 50 statt 40.000 Basispunkten für die erste Kombination. Ich hatte allerdings öfters Probleme, nach dem 900er in den Revert zu kommen, deswegen war es mir zu inkonsistent und ich bin beim 720er geblieben. Eine weitere Möglichkeit, wie ihr noch mehr Basispunkte bekommt, ist, indem ihr einfach noch einen Sprung mehr macht. Auch von dieser Seite halte ich die Spin-Taste direkt beim Start schon gedrückt, damit ich am Anfang einen 900er machen kann, dann einen 720er, einen 540er und ich glaube noch irgendwie einen 540er. Ich mache allerdings lieber einen Sprung weniger, dass ich für den Notfall noch einen Revert habe, aus dem ich wieder rauskomme.
Denn wenn ich jetzt nach der Kombination noch einen Revert machen würde, würde ich quasi auf der Stelle stehen bleiben und könnte mich nicht mehr wirklich irgendwo hin bewegen. Dennoch bekommen wir auf die Art 70.000 Basispunkte, bevor wir den Pool überhaupt wirklich verlassen. Aber auch hier war es bei mir so, dass es mir einfach zu inkonsistent ist, weil dann oftmals irgendwie der zweite oder dritte Revert nicht richtig funktioniert hat und ich deswegen lieber auf der sicheren Art ein paar weniger Punkte mache und dafür die Kombination länger halten muss. Dennoch ist es eine gute Möglichkeit, die Grab-Tricks zu benutzen und sich beispielsweise den 900er aufzusparen, damit ihr den eben im späteren Verlauf der Combo noch machen könnt. Wer in meinem Lauf zu hektisch ist, der kann auch versuchen, eine ruhiger oder konsistentere Linie zu fahren. Dazu könnt ihr mit einem Transfer an der hinteren Poolkante einfach wieder den Weg zurückgrinden und auch hier wieder mit Special und dem Grind landen, per Warride hoch und zurück in den Pool. Diese Line ist eigentlich gut zu fahren, aber ich bekomme da einfach zu wenig Punkte bzw. schaffe es nicht, sie so oft zu wiederholen, dass ich eben genügend Punkte für den Score erreicht hätte. Und ein weiterer Punkt ist, dass wenn die Route mal nicht ganz funktioniert und man irgendwie abweichen muss, zumindest wissen sollte, in welche Bereiche man noch fahren kann, um wieder auf die normale Route zu kommen. Solltet ihr beispielsweise vom Auge aus auf die falsche Seite des Pools grinden, ist es kein Problem, weil ihr auch von hier aus einfach wieder die Dreierkette an Specials einbauen könnt und wieder auf der gleichen Seite herauskommt wie mit der normalen rechten Seite. Wie ihr sehen könnt, wenn ihr diesen ungewollten Hüpfer macht, könnt ihr aber durch Manual und Wallplant wieder in die Gegenrichtung, um eure Combo woanders weiterzumachen. Gerade im Poolbereich könnt ihr eigentlich von jeder Seite irgendwie so aufkommen, dass ihr eure Combo weitermachen könnt, solange ihr den Revert bzw. den Transfer richtig benutzt. Aber ihr werdet beim Fahren schon merken, dass es eben verschiedene Kanten gibt, an denen man hängen bleiben kann oder die man eben dazu nutzen kann, um eben die Kombi weiter aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, dann helft auch mir und liked das Video. Wenn ihr Bock auf mehr Gaming-Content von mir habt, dann abonniert auch meinen Kanal. Das war es aber erstmal von mir. Ich sage danke fürs Reinschauen. Bis nächstes Mal. Ciao.